Ey, danke nochmal, Backspin. Ey, danke nochmal, Backspin, für den Sub. Backspin, dankeschön. Ihr wisst, wen ich kill. Es kann nur eine, es ist scheiß drauf, ich will die Runde gar nicht gewinnen, es kann nur eine Person geben, die ich jetzt einfach wegschlitz. Nicht Max, nein, 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 nein. Ja, ich bin's, ich lebe immer noch. Mhm. Mhm. Wer war gerade mit mir in Admin? Ich war gerade Admin. Ich kam von unten, hab gesehen, wie du weggelaufen bist nach oben. Genau, da habe ich die Leiche gefunden. Stegi, wie bist du nach Admin reingekommen? Ich bin von oben gekommen. Ich war bei Admins gerade, bin jetzt von oben nach Admin reingelaufen. Das ist eine Lüge. Dann hättest du auch. Du bist gerade eben erst reingelaufen, als ich rausgelaufen bin, oder? Oder wie lange bist du schon in Admin? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Ah doch, es war aber Licht aus, ich habe nichts gesehen, ich habe mich direkt an den Monitor gestellt. Ja, aber den Report-Button hättest du sehen müssen. Ja, okay, das kannst du ein. Das kann, ja, dann kann... Wer war gerade Navigation rechts? Ich war Navigation. Mit? Und bin runter, glaube ich, mit Grau auf jeden Fall, mit Nico. Ja. Und Danny und war, ich glaube mit Orange, oder? Wir waren in Navigation, ich habe euch beide gesehen, als Leistung waren. Ich stand in beide durch. Thomas, du hast die ganze Zeit am Table gecampt, oder? Ich habe die ganze Zeit am Table gecampt. Ich war gerade Electrical und hat Lights gefixt. Pass auf, ich war mit Michi am Anfang in Security und jetzt am Ende hast du bestimmt gesehen, dass die Camps an waren. Ich war die ganze Zeit in Security, bin dann zwischendurch rüber, Simon Says gemacht und jetzt bin ich wieder in Camps. Und hast du gesehen, wann... Das Ding ist, ich habe nur gesehen, Trimax steht vor Medbay. Ich weiß nicht, wie er da hingelaufen ist. Der müsste ja auch durch Cafeteria gelaufen sein. Und wenn du sagst, Stegi, ich habe nicht auf Stegi geachtet. Ich dachte nur, was macht Trimax da vor Medbay? Mhm. Trimax, was hast du vor Medbay gemacht? Wie bist du da hingekommen? Ich war die ganze Runde nur in Medbay. Die ganze Runde. Man darf sich gar nicht absprechen als Metataktik. Ich war auch zwischen den Betten. Ich wollte so lange warten, bis jemand Medbay kommt, dass er den Körperscan von mir sehen kann. Aber es kam einfach niemand die ganze Runde mit. Ja, genau. Du hast die ganze Runde da gewartet und nichts gemacht? Das kann doch jetzt Humatra vielleicht bestätigen, wenn er am Table war. So wie Caruso, der nur in der Cafeteria chillt und sein Pausenbrot isst, oder nicht? Humatra war wirklich die ganze Zeit einer in Medbay. Humatra und Chef Schrube bestätigen, weil die kennen mich. Es ist so schwierig. Ja, es kann gut sein. Also ich war gerade Electrical, hab die Lights gefixt. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist halt aber echt ein Trimax-Move. Also ich glaube... Das sag ich so. Humatra müsste sich ja eigentlich erinnern, so okay, ein Punkt war wirklich die ganze Zeit in Medbay. Auf jeden Fall ist es, also für den Kill kann es eigentlich nur Stegi oder Max gewesen sein. Weil alle anderen waren woanders. Bis da noch nicht gecheckt. Cafeteria, den kann wirklich nur Max oder Stegi. An welcher Stelle Cafeteria? Haben wir vorhin auch noch unten vor dem Table. Oh, da bin ich echt komplett vorbei, glaube ich. Tut mir das so leid. Ja, okay. Mit diesem Fischi-Timo-Band dann vorbei. Ich bin heilig, das. Ciao. Wie kämen wir zu Humatra? Wir müssen irgendwie abgesondert von der Gruppe holen, weil Humatra ist eigentlich noch der Beste von denen. Wenn Humatra raus ist, haben wir echt die Postrunde gewonnen. Mignon, danke, Bruder. Gott, ist das langweilig. Ich hätte es gern Prime. Hat wer ein Prime? Jolo 19, danke. Moin. Ich habe die Leiche entdeckt, und zwar Humatra in der Cafeteria. Und ich möchte sagen, dass Trimax ist... achso, ja, okay, sorry, den, ich hab dich unterbrochen. Was war das?
Ja, nee, weil Trimax hat wirklich gescannt in Mad Bay und ich war danach die ganze Zeit mit ihm zusammen. Trimax kann keinen Kill gemacht haben diese Runde. Okay, aber auf jeden Fall war ich, ich war in Electrical mit vielen anderen, war auch noch da eingesperrt. Dann Storage hoch, Admin-Aufgabe gemacht, zwei Stück und dann bin ich hochgegangen in Cafeteria und hab da dann eben, Romatra gesehen, unten links. Ich habe jetzt auch schon Stegi gewotet, weil aus der ersten Runde waren. Ja, aus der ersten Runde waren nur Stegi und Trimax saß. Und Trimax hat, wie gesagt, gescannt, war die ganze Zeit mit mir zusammen unterwegs, hat Zahlen gemacht. Sabine, wollte sagen, warum du es bist. Erstmal stopp, erstmal Stegi erklären. Sabine, sagst du mal was. Ich habe das Gefühl, du bist aus dem Vent gekommen in Electric. Alter, das ist der Fall. So, was? Ich bin mit dir die ganze Zeit rein und rausgelaufen. Nein, Sabine, das ist mit uns reingelaufen. Auch er war schon in der Zeit. Nee. Also, hä? Hey Danny, kannst du das bestätigen? Guck mal, aus der ersten Runde können es nur... Er war ganz halt da. Er war ganz was das da für ein Call von... Warte kurz, wie kommt Sabine? Wie kommt Sabine raus, dass sie gewendet hat? Ich kann auch gar nicht den Klinge mit Rieger gemacht haben. Das können nur Caruso oder Trimax gewesen sein. Caruso, selbst du, der mich verdächtigt, hast mich in Electrical gesehen, Bro. Okay, Trimax. Ich war die ganze Zeit dort. Ja, dann Trimax. Die Runde ist zu viel. Wie viele Kills sind passiert? Zwei. Das heißt, könnte beides von einem Imposter kommen. Du könntest auch ein Alibi abschicken. Du warst wirklich die ganze Zeit bei mir, aber du hast diese Runde keinen Kill gemacht. Okay, das wäre. Okay, Trimax, guck mal. Und du verdächtigst mich. Wenn du Pferdehufe hörst, ne, suchst du das Zebra oder die Pferde? Der Weg ist das Ziel. Trimax. Aus der ersten Runde, Romatra hat gesagt, es können nur Stege oder du gewesen sein. Ich dachte mir, okay, ich prüfe dich dann jetzt, wenn du direkt zum Madbay scannen kannst. Hab Stege Sturfrauen. Ja, es ist auch. Es kann nur Stege sein. Aber Sabine, wie kommst du auf, dass er gewendet ist? Das macht mich gerade so. Das ist so weird. Also Sabine kann es eigentlich nicht sein, weil die war bei mir in Electrical, also... Und ich war auch bei euch bei Electrical. Ich bin, ja, ich weiß. Ja, Stegi war auch da. Du bist rausgelaufen zu Storage und dann bist du noch mal rein. Damit ist die Runde gewonnen. Sehr gut, Caruso. Du hast das gleiche gemacht wie ich. Dankeschön. That's weird. Ein bisschen einfach auf Caruso gucken und so. Oh, bis auf Caruso gucken, würde ich auch sagen. Weil ich glaube, Stegi kann es nicht gewesen sein, weil er eigentlich bei uns war. Ich muss noch mit Caruso rumlaufen, ist der Winner hier schon safe. Jo, danke. Hab ich auch gefragt im Endeffekt. Ich wusste es wieder, Caruso. Ey, Caruso, hast du so gut gespielt, Alter. Hä? Ich weiß wirklich gar nichts mehr. Schade. Caruso, ich schwöre dir, wenn du die erste Runde überlebst, ich werde dich sofort rauskicken. Ich hab dir Stegi rausgeholt, was war's denn?